Willkommen Leute zu einem wunderschönen neuen Part von Tales of Vesperia. Unser Ziel ist es, durch dieses Tor zu herrschen. Problemchen, die Monster sagt, nee, und da haben wir durch eine Händlerin, die wir im letzten Part getroffen haben, erfahren, dass wir jetzt hier von dieser Stadt aus, glaube ich, gegen Westen laufen sollen, durch den Wald. Und dementsprechend dann durchkommen. Das ist halt natürlich die Frage, welchen Wald, aber ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, irgendwie die Richtung. Aber wir haben davor natürlich ein Gespräch, was wir machen. You look very good swinging a sword, Yuri. You're not bad yourself, Estelle. Really? My swordmaster used to scold me terribly. Well, I have to admit I'd be surprised if you look too natural. I really don't like fighting. I don't like hurting people. How ladylike of you. But if I don't fight, I'll end up hurt myself, right? Yeah, that's pretty much how it works. I wish I could enjoy fighting like you do, Yuri. You think I enjoy this? Don't you? I mean, the way your eyes shine, that only happens when you're fighting. Oh, really? Wow, you're pretty observant. Yes, I like watching people. Aha, und Wolf, lass mir in Ruhe. Nee, du auch. Lass mir alle mal Ruhe. Du auch? Ich will nur durch den Wald irgendwie. Ich gehe einfach mal. La 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 la. Ah, ich glaube, ich bin hier richtig. Ne, was sagst du, kleine Pflanzentomate? Keine Ahnung. Hat mich tatsächlich erwischt. Das will ich jetzt eher weniger. Aber okay. Mach wieder einen Kampf für zwischendurch. Das ist ja schon wieder ein paar Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Da, wegen Verdadigen. Das erste Mal, dass unser Wölfchen mit Deed, oder glaube ich, wie er hieß, dass der aber mal mitkämpft. Jetzt sind wir schon zu dritt. Nice. Er benutzt sogar einen fucking Apfel. Hat er echt einen Apfelgummi selbst genommen? Ha, wie süß. Ey, gönn dir die Apfelgummi, haben wir eh genug. Das, dann können wir wenigstens wieder ein wenig was eincashen. Immer noch die Animation nach der dritten Kombo, wie er das Schwert einfach irgendwie wegbrochen, ne? Der Yuri, der gute Boy. 72 Erfahrung, oder? Geht schon einiges. Ihr habt eine Zwiebel bekommen. Na gut, laufende Zwiebel. Macht vielleicht eventuell Sinn, da kriege ich vielleicht Pilz, wenn ich den besiege. Und hier kriege ich nicht das, was ich unbedingt will. Gut, das ist der Wald. Oh, ein schöner Baum da hinten. Das sieht aus wie der kleine Städtel. Aber gehen wir erstmal durch den Wald und da gibt es sicherlich einige Überraschungen. Wälder von Croy. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. A forest in a place like this can only mean the Croy Woods? Croy. Ah, hab's doch mehr, da bin ich richtig. You're just full of information, aren't you? I read in a book once that a curse will fall upon anyone who enters the woods. Schrecklicher Fluch. Ich bin ready. Ah, so that must be the surprise. Not going in? It's fine by me, but what about Flynn? I know. Sind eh schon drin, also. Ich hoffe, es ist jetzt den ganzen Part in dem Wald. Ja, schauen wir mal. Will this forest really get us to the other side of the hold? If it doesn't, we'll just come back. But what if I get turned into a frog or a snake by the forest's curse? If that happens, I'll take care of you. You'll take care of me? Of course I would. Don't worry. I had pet frogs and snakes when I was a kid. If you got turned into a frog or a snake, Yuri, I wouldn't have any idea what to feed you. Ja, hoffen wir mal, dass wir kein Frosch oder Schlange werden, ne? Vor allem, weil die Schlange ja mehr oder weniger ein Frosch dann ist. Hallöchen, Lady. Wie gesagt, ich will mir ja nicht so viel Zeit zu verschwenden, aber ich will halt auch ein bisschen looten, ne? Es ist wichtig, alle Schatzkisten mal zu öffnen. Guck, Apfelgummi, wie gewohnt zu zerronnen, beziehungsweise haben wir ja wieder bekommen, was der Repeat das letzte Mal benommen hat. Würden Sie da bitte zur Seite gehen? Da gehe ich halt rein. Ja, aber ja, kein Problem damit. Ich denke mal, hier wird irgendwie ein kleiner Boss auf uns warten am Ende. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja. Ja, das ist bad, da hast du schon recht. Oh. Ich bin echt froh, dass sie heilt, ey. Ja, vom Level her. Fakt jetzt nicht an, dass ich hier eine Level-Session starten muss, damit ich hier weiterkomme. Und Schwierigkeit nach unten schraube ich ja auch nicht. Also von daher, liebes Spiel, enttäuscht mich nicht. Gut, ich sollte halt auch öfters mal kämpfen. Das ist vielleicht auch so Sinn und Zweck eines RPGs. Ja, schauen wir mal.
Aber wenn werde ich das Level dann eh offline mehr oder weniger machen. Problem ist, wenn wir jetzt in 5 Minuten vom Boss stehen und den wir einfach nicht besiegen können, dann haben wir schon ein paar technische Probleme. Muss ja was cutten dann. Aber oh, schauen wir erstmal. Ein Yukia-Kraut. So, Level up. Immer mit Level ups. Ihr habt doch gewusst, dass da was geht. Ah, da ist auch mein Loot. Da hätte ich sogar hingeben müssen. Did you hear something? Das war nur mein Machen. Keine Sorge. My feet feel cold all of a sudden. Oh no, is this the curse? What sort of curse is it supposed to be anyway? The voices of corpses buried beneath the trees creep up and lure us to our doom. Oh, brother. What's that? War das aber ein Brunnen oder was? What's it doing in a place like this? Let's take a break. I'm all right. Have a break. Have a Kit Kat. Huh? Repeat us. What's this? Zerbrochener Kern oder was? Okay. Da hat sie einen weggewischt bekommen. Aber er scheint wieder aktiv zu sein, der Kristall. Damn, that's bitter. Fristet er gerade. Moin! You alright? Oh, my head feels a little. I'll be fine. What happened to me? You just fell over all of a sudden. Don't you remember? Perhaps it was the air that made me dizzy. Air? It's sort of like the fuel that powers the Blastia, right? I heard that even though we can't see it, it's scattered through the atmosphere. Yes, that's air. I read once that dense air can have negative effects on people. Hmm. Maybe that's what started the rumor of the curse. Hey, you only just woke up. You should rest a bit more. But I can't. If we don't catch up with Flynn soon... What if you collapse again, and this time you're out for the whole night? You're right. I'm sorry. Sieht aus wie der Orange. Denke ich. Keine Ahnung. Ein Apfel. Okay. Huh. I suppose we'll never get full trying to eat these. It's delicious. Hold on a sec. Okay. I can make something simple. You can cook, Yuri? Ah, jetzt wird das Kochen total angeteased. I'm not exactly a royal chef. I just have a few recipes I learned growing up. Aren't you worried at all that Flynn is in danger? Huh? Does it look that way? Well, yes. Honestly, I'm not worried about him. He's always managed to take care of himself. Actually, it's the guys who are after him I feel sorry for. What do you mean? Ever since we were kids, I've never been able to beat Flynn at anything. Swords, racing, whatever. After he'd won, he'd always have the nerve to say, "You all right, Yuri?" That must be nice. I've never had anyone like that in my... You can count yourself lucky. Well, dinner's ready. Thank you for the meal. Wasn't anything special. I thought it was very tasty. I can't imagine being able to cook anything myself. It's just like using a sword or magic. You've got to learn it by doing it. You just need to practice with a few recipes. You'll be cooking before you know it. Practice with recipes? Here, I'll show you how it's done. Watch. So Leute, schaut auch zu. Clears your mind. And it's great for regaining lost energy. Cooking has a lot of other effects as well. This is pretty much everything I know how to cook right now. So, in order to make a sandwich, you'll need bread and an egg. Which we just happen to have right here. Yeah, was für ein Zufallabau. After choosing the ingredients, it's time to cook. And there you are, a delicious meal. You're so good at that. I'm not sure I'd be able to get that good at cooking. Well, it comes more naturally to some people than others. Just because you have a recipe doesn't mean it'll always turn out like you think. Really? So you can mess it up? Well, you usually taste your food while cooking. But some people don't. Tasting?
You know, like when cooks taste the food they make? Well, you're a sheltered little princess who's lived her life in a castle. Sheltered little princess? I suppose so. What is it, Rapid? Well, shall we be going? Jo, wird Zeit. Yeah. Okay, ja, ich weiß schon ungefähr, wie mit Kochen und so weiter zum Hantieren ist. Danke, Rapid. Rapid, when I passed out, you laid down and made the nicest pillow for me. Thank you very much. What are you doing? I'm, thanking Rapid. Rapid? He's not here. Huh? What? Maybe he doesn't like me. Nah, he acts like that with just about everybody. Well then, I'll just have to keep trying until he accepts me. Okay. Gehen wir mal weiter, wa? Warte mal, schauen wir noch mal kurz, ob man da vielleicht noch einen Schlag bekommt. Verwendende Blastier sind überall verstreut. Das ist sehr informativ. Ha. Das ist ungünstig da hinten. Ich sehe da eventuell einen kleinen Boss. Oh shit. Am besten mal nicht in die Richtung gehen. Ja, genau, du bist gemeint. Magisches Auge, stimmt. Die magischen Augen. Das war ja noch bei den ganz alten Tales-Spielen so. Hey, ich vergaß. Lass mich in Ruhe. Ja, doch, schau, lass mich in Ruhe. Was ist los mit dir? Ja, ja, Mama wegen Hatterisch. Die quietschen so komisch. Kann man gleich mal machen, wenn wir schon eine Aura haben, ne? Bevor man die ganze Zeit das nur weghauen. Da könnt ihr. Da wisst ihr wenigstens. Okay, dann passt aus. Kaffee eh schon. Das fällt mir nicht. That was easy. Naja. So easy wird es später nicht, wenn wir gegen das Vieh da kämpfen. We can't seem to find our way through this forest at all. Oh, could this be the curse? What should we do, Yuri? There really was a curse after all. Don't be stupid. Or do you not have a good sense of direction? No, of course I do. I think. Then maybe it's my fault. What should we do? They say no medicine can cure a fool, but I wish something could cure a bad sense of direction. Wir sind erst 5 Minuten hier, also beruhig dich mal. Gut, im Gameplay ist vielleicht schon wegen länger, aber ansonsten. Ausrüstungsgegenstand nehme ich gerne mal mit. Oh je, die Richtung gefällt mir gar nicht, wo ich da jetzt hinein dackel. Ich will nicht zu den großen fliegenden, bösenartigen Insekt. Ach du Scheiße. 5 Stück. Na, ich hoffe, der Loot ist wenigstens in Ordnung. Es ist auch ziemlich ungünstig, dass ich da. Zum Glück kann ich ja wegen außen rumrennen. Holy Power. Gut gemacht. Ey. Ah, könnte sich ein Apfelgummi. So, jetzt kriegst du noch einen Servo-Schlag und dann ist Feierabend. Lass ihn in Ruhe! Man, I was just getting warmed up. Auf jeden Fall einiges bekommen. Heiliger Drang und so weiter. Ah, genau, Heiliger Drang ist dafür da, dass wir weniger Gegnerkontakt haben, beziehungsweise dass die Gegner dann vor uns einen wegrennen. So war es auf jeden Fall bei Tales of Praise F so. Und es gibt da den Fitzen Drang, da kannst du die ganzen Gegner anlocken. Oh Mann, nehme ich gerne auch mit. Verdeckst du da irgendwas? Moment, das machen wir gleich. Aber bevor wir das machen, erstmal vielleicht ein bisschen Equipment. Ein bisschen mehr Verteidigung gönnen wir uns. Und da hätten wir noch. Nehmen wir einen Umhang. Und bei der Lady natürlich auch. Ja, Steuerung. Ah, okay. Was hast du denn? Du kriegst. Nimm Lederstiefel. Obwohl, du könntest eigentlich mehr Verteidigung brauchen. Und Repeat, was haben wir für dich? Kriegst die Lederstiefel. Was denn zum Doggy? Komm, lass mich da durch. Let's get this over with. Ah, das sind aber ganz schön viele Viecher immer. Lass mich in Ruhe. Yeah.
Viecher haben ganz schön viel Leben. Oh, was hast du Neues gelernt? Secret Sun, ah, nice. So, du gehst auf den Severus-Schlag. Das war falsche Taste, aber egal. Immer mit dem Loot. Notfalls kann man das verkaufen. So, da ist ja gar nichts. Ich hab gedacht, da könnte man sie irgendwie durchmuscheln, aber anscheinend doch nicht. Ja, spitz auch schon, der Repeat. Prepare to die, Eggbear! Buntbär. Kitty! Pass auf mit deinem Ding. Was immer du da rumwedelst. Okay. Alter! Axt hatte, das ist ja schön. KO! I'm warning you, I don't taste very good. You'll get the runs! Oh my gosh! Somebody help me! Is this kid for real? It's all right now. Huh? The monster turned into a girl? Oh, brother, this should be interesting. Der fliegt schon wieder. I'm Carol Capel. I'm a member of the Hunting Blades Guild. We travel the globe in search of the toughest monsters. I'm Yuri. This is Estelle. And you've met Repeat already. Anyway, nice to meet you. Oh, tschüss. What? Yuri, wait! My apologies. Huh? Hey, wait up! Where are you guys going? You guys are here to enter the woods, right? Actually, we've just finished coming through the woods and we're on our way to Halor. No way! You guys made it through the cursed woods? Ich glaube, wir sind ja noch in der Drittstadt dabei. Do you know what he's talking about, Yuri? Nope. I don't think we've seen any. Man, I wonder if I should head back to town then. They definitely won't like it if I keep them waiting. All right, I'm not sure you two would make it on your own, but never fear. The star member of the Hunting Blades will be your escort. Das ist schön für uns. See that? I've even got my own Blastia. Jetzt haben wir Kinder, jetzt sind wir Kindergärtner oder was? Tja. What? You guys both have one too? Oh yeah? Well, how do you like this? Er hat ein Buch! Oh mein Gott! It has information about monsters. Oh, ich sehe schon. Das Buch bekomme ich da und dann habe ich die Aufgabe, jedes Monster einzutragen. Für die Trophäe! That's because I'm gonna fill it up with piles of monsters after this. Und lass mich raten, genauso wie bei Professor Eis ist kein einziges eingetragen. Du hast drei Pokémon von Level 5. Kann es sein? It might hurt your star member status if it got out that you broke your sword. Oh, that? I had to give myself some kind of handicap, or else it wouldn't have been a fair fight. Hey, that's actually not too bad. Yo! Do you guys even know where you're going? Halor is to the north, once you get out of the woods! Come on, guys! Wait for me! Nimm die Schatztruhe mit! Verdammte Scheiße! Natürlich bucht der Monster. Ah, Loot! Tank des Lebens, ich nehm's trotzdem mit. Einfach nur, dass die Schatzkiste geöffnet ist. Having friends to talk to really makes traveling a lot more fun. When I'm by myself, I get a little scared. I mean bored. Yeah, Hey, Carol, there's a monster behind you. What? Oh, my mistake. I must be seeing things. Don't do that! Richtig eklig, ja. Our trip just got more lively. Yuri, das ist ein geiler Charakter. Zurück zu Feldkarte. Da hat man Wald ja doch mehr oder weniger. Und lass mich rein, jetzt kommt der Buntbär. Ja, aber in den Wald werden wir wohl noch irgendwann mal kommen. Nice Klinge. Okay. Mach du, was du immer auch machen möchtest. Wir sind auf jeden Fall durch und ich sehe auch schon die nächste Stadt, wo wir hingehen. Bitte ohne Kämpfe. Dankeschön. Ich bin auf Schau, ob da vielleicht irgendeine Schatzkiste oder so ist.
Naja, nee, lass mich. Das ist ein großer Boy. Bin mal gespannt, wo wir jetzt gekommen sind. Das ist das Windmühlendörfchen. Hallo. Gibt's nicht auch so eine Stadt bei Tales of Symphonia? Hallo, ihr nehmt sowas in der Art? Hallo, the City of Blossoms. Yeah, that. Don't they have a barrier here? Yes, there should be. You guys haven't been to Halor before, right? So then you haven't heard about the tree barrier. Tree barrier? Some Blastia fuse to plant life, gain organic qualities, and evolve. The tree barrier of Halor is one prime example of this. Well, thank you, Professor. So what's happened to this famous barrier? Die chillen da auf Boden. Every year, just before the blossoms are in full bloom, the barrier weakens for a while. It's just that time of year right now. And the monsters took the opportunity to attack. Is that when the barrier went down? Yeah, the monsters were taken care of, but the tree is slowly starting to decay. Hey! What is it? Sorry, I gotta run! Bye! Lass ihn nicht aufhalten. Did that kid ever sit still? So I guess you'll be looking for Flynn now, huh, Estelle? Sie lässt sich so leicht ablenken. Doesn't she know we need to keep a low profile? What happened to looking for Flynn? Du hast dich von Estelle O'Carroll gerettet. Getrennt natürlich. Aber ich würde sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle und schauen uns in der nächsten Episode von Tales of Vesperia an, was wir mit den Sternen bauen machen, ob wir den sterben lassen oder heile machen. Und was hat's mit den Puppen auf sich? Das werden wir innerhalb der nächsten 50 Folgen erfahren. Haut rein, euer Feind.